Eine gute Bestäubung mit leistungsfähigen Bestäubern ist eine Voraussetzung für regelmäßige und qualitativ gute Erträge in landwirtschaftlichen Kulturen, insbesondere im Obstbau. Aber die Bestäubungsleistung der Honigbiene ist bei frühblühenden Obstarten und kühler Witterung oft ungenügend. Hummeln und Mauerbienen bestäuben hingegen schon bei tieferen Temperaturen. In intensiv bewirtschafteten Obstanlagen sind diese natürlichen Bestäuber jedoch häufig zu wenig zahlreich, weil ihnen Nahrung und Lebensraum fehlen. Vor allem aber auch, weil ihnen der Zugang durch Witterungsschutzsysteme verwehrt ist. In diesem Video stellen wir die wichtigsten Mauerbienenarten für den Obstbau vor und zeigen, wie ihre Kokons korrekt ausgebracht werden. Zwei Mauerbienenarten sind für die Bestäubung in Obstkulturen besonders wichtig: die Gehörnte und die rostrote Mauerbiene. Die Gehörnte Mauerbiene fliegt bereits bei Temperaturen ab 4 Grad Celsius und eignet sich besonders gut für die Bestäubung von frühblühenden Obstarten wie Steinobst. Sie werden etwa 3 Tage vor der Blüte ausgebracht. Die rostrote Mauerbiene schlüpft etwas später und deckt eine längere Blüteperiode ab. Sie eignet sich für später blühende Obstarten wie Apfel, Birne und Beeren. Ausbringzeitpunkt etwa 10 Tage vor der Blüte. Honigbienen fliegen in einem Umkreis von 5 Kilometern um ihre Nester. Die beiden Mauerbienenarten hingegen suchen nur in einem Umkreis von 50 bis 200 Metern nach Blüten. Dadurch sind sie wesentlich effizientere Bestäuber als Honigbienen. Die überwinterten Kokons werden in eine Schachtel gelegt, in die vorher Luftlöcher gestochen wurden. Damit auch die untersten Kokons gut schlüpfen, dürfen sie maximal dreischichtig eingefüllt werden. Die Schachteln werden in die Nistkästen gestellt. Diese bieten den Nistblöcken Schutz. Nistkästen brauchen ein Dach, das vor Regen schützt. Vorne wird Maschendraht angebracht, der gegen Vogelfraß schützt. Der Kasten muss mindestens 1 Meter über Boden angebracht werden und muss vor Pflanzenbehandlungsmitteln geschützt sein. Die Nistkästen sollen möglichst süd- oder südostorientiert sein und quer zu den Baumreihen stehen, damit die Mauerbienen leichter zu den Bäumen fliegen können. In der Nähe des Nistkastens sollten keine zusätzlichen Nistmöglichkeiten für Mauerbienen vorhanden sein, da es sonst Probleme mit Parasiten geben kann. Für eine gute Bestäubung einer Niederstammanlage braucht es rund 2000 Kokons pro Hektare. Mehr Informationen finden Sie im Merkblatt des Fibel.